So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Wir suchen ja nach einem Rotschopf, der ein Verbrechen begangen hat, und jetzt brauche ich Hilfe bei der Suche. Und da sind wir jetzt auf die Köhler gestoßen und... Würdest du mir helfen? Die fragen wir jetzt, ob die uns helfen. Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei dem. Okay. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Oh Gott, okay. Ich höre mich wohl noch so. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Manchmal hat es noch mehr Leute, mit denen ich reden kann. Ich bin so fett, Mann. Ich kann nichts mehr tragen. Der Typ sieht da vielleicht ein wenig gesprächig aus. Hey, Alterchen. Glück und Gesundheit. Dir auch, mein Freund. Ich suche nach einem rothaarigen Jungen. Er soll mit Köhlern befreundet sein. Wir sind mit keinem Rotschopf befreundet. Er arbeitet als Stallbursche beim Gestüt. Wo das ist, weiß ich. Aber ich kenne keinen von dort. Was zur Hölle machst du da? Ach, dir gleich in den Arsch ficken. Sorry, Leute. Warte mal, befrage die Köhler im Süden. Da ist noch einer, den könnten wir noch befragen. Da hinten. Oder nee, der da. Reden wir mal mit dem. Vielleicht weiß der was. Beste Grüße. Oh ey, der weiß was. Das sehe ich an seinen Augen. Hast du Rotschopf irgendwo gesehen? Wen? Einen Jungen mit roten Haaren. Stallbursche in Neuhof. Hier war keiner aus Neuhof. Gibt's da noch mehr Köhler in dem Gebiet? Vielleicht gibt's da noch mehr Köhler in dem Gebiet. Oh, ich werde immer mehr zum Reitprofi. Müssen anscheinend ganz nah beim Wasser sein und am Wald, weil sie ja das Holz brauchen. Da drüben sind keine Köhler zufällig. Ist gar nicht mal so fucking leicht, Mann. Oh ja, gleich schmeißt mich das Pferd wieder runter. Ist da jemand? Hey! Ihr alle! Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Schlag den! Das nennst du kämpfen? Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen.
Musst du jetzt weinen? Warum hat das jetzt nicht geklappt? Hast du genug? Scheiße! Alle dobre Delle! Verdammt! Oh, eines Banditen. Oh, das nehmen wir mit. Den Langstreckenpfeil nehmen wir noch mit. Sonst haben die eigentlich nichts gescheit. Oh, verbesserter Spitzpfeil. Banditen hier. Eine Mine. Aber wo sind die jetzt hin? Ah, da ist einer. Hey, was hast du? Alarm, das klingt wie bei Ding. Alarm! Seid vorsichtig! Oh, ich hab nichts zum Vergiften. Das ist tatsächlich abgehauen. Oh Mann. Hey Pebbles. Mann. Also Hasenjagen ist leichter irgendwie.
Ja, schmalzgewichster Rittersmann. Der hat ja sogar wieder einen Sachs. Wildschweinleder. Ach, es ist kein Unrecht daran, Banditen zu schächten. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo dieser Rotschopf ist. Jetzt gucken wir mal, wo der andere Bandit geblieben ist. Ey. Die laufen irgendwann mal wieder zurück. Feige Säue, ey. Das sind, noch zwei von denen. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen nach dem Köhler suchen, Mann. Wir müssen nach diesem rothaarigen Burschen suchen. Gar keine andere Wahl, Mann. Die wollen mir aber nicht sagen, wo der ist. Wir gucken uns gerade nochmal die Quest an. Auf dem neuen Hofgestüt ereignete sich eine Tragödie. Banditen überfielen den Hof und töteten mehrere Menschen und Pferde. Die Spuren deuten darauf hin, dass jemand den Hof dass jemand vom Hof beteiligt gewesen sein könnte. Befrage die Köhler im Süden. Da muss da noch ein Köhler sein, den ich im Prinzip noch nicht befragt habe. Oder der andere will es mir nicht erzählen, der Chefköhler. Oh, Schafe plöppen einfach ins Bild. Was ist denn da drin in der Hütte? Oh, Peppels, du stehst im Weg. Peppels. Ein Bett. Sind aber nur drei Dinger. Drei Betten. Also entweder wollen die nicht mit mir reden oder ich habe keine Ahnung, Mann. Der Tag geht auch langsam dem Ende entgegen. Da steht, du musst den näheren Umkreis auch absuchen. Jetzt rede endlich. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbeigekommen. Frag lieber woanders. Muss ich doch nochmal mit dem Köhler-Chef reden da. Was ist das heiß hier? Ich habe immer noch Fragen zu Rotschopf. Okay. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Aha! Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Köhler im Norden.
Komplötze, Pedals. Uschitze? Oh, ich würde mal sagen, wir reisen dorthin. Was? Ich kann da nicht hin, weil ich zu fett bin? Da müssen wir halt reiten. Dringend die Sachen loswerden. Ich will das Zeug ja verkaufen, aber ich finde nie einen geeigneten Händler, bei dem ich den Scheiß verkaufen kann, Mann. Muuuuh. Das sind halt so Quests, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Von einem Punkt zum anderen Punkt rennen. Wir müssen dem Bach folgen oder einem Fluss oder sowas. Da finden wir die dann. Aber die Sonne geht schon unter. Wie sieht's denn aus? Wie weit? Ah, weit haben wir es nicht mehr. Müssen wir halt die Nacht durchmachen, ne? Alter Schäfer. Hier müssen Köhler sein, hier sind Baumstämme abgerissen oder beziehungsweise gefällt. Ah, hallo, hier sind Köhler. Hey, Köhler. Habe ich gerade die richtigen gefunden. Gelobt sei Jesus Christus. Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also hier ist er jedenfalls nicht. Versuch's bei den Köhlern stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Okay. Was ist jetzt da stromabwärts? Frage ist halt, was ist jetzt halt stromabwärts, ne? Warte mal, ist da drüben noch ein Dorf? Alter, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo ich bin, ey. Ah, das wäre halt eine super Lichtung gewesen für Köhler. Ich wette, der Wald ist gruselig bei Nacht. Na ja, klar, natürlich, der Busch muss natürlich mich wieder blocken, ey. Leck mich am Arsch, Mann. Ah, da vorne. Nein, doch nicht. Doch.
Aber das Lager wurde geschlossen. Oh, ich bin auch komplett am Ende. Also müsste es dort hinten sein. Oh Mann, ey. Hier ist kein Köhlerlager mehr. Oh je, ist das eine Hatz. Was man nicht alles tut für einen guten Rang, oder? In einer Gesellschaft, die von nur von Wilden geführt wird. Da ist das Köhlerlager, das erste. Da ist das Bächchen noch. Wozu braucht man beim Kohle machen eigentlich? Ah ja, okay, bist du etwas unfit, mein Freund. Da ist noch eins. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Scheiße, geh weg! Oh, toll. Ah, guck mal, da ist noch einer, der gerade noch wach ist. Beste Grüße. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Weißt du, wo er steckt? Wenn du von hier aus nach Süden gehst, kommst du an Andreas Schenke vorbei. Folgst du der Straße Richtung Osten, kommst du nach Neuhof. Ich weiß, wo Neuhof ist. Der Junge ist nicht dort. Ah, dann kann ich nicht helfen. Hier ist mir keiner aufgefallen, auf den der Name passt. Seltsam. Die Köhler am Bach haben mir nämlich erzählt, dass sie Rotschopf kennen und er euch besucht. Hühnerkacke, die wollten dich doch nur loswerden. Keiner mag fremde Nasen in seinen Angelegenheiten. Es geht um die Angelegenheiten meines Lehnsherrn. Ich gehöre seiner Garnison an und bin wegen des Vorfalls in Neuhof hier. Der Junge weiß etwas darüber. Schön langsam. Zuerst musst du das beweisen. Wie? Soll ich etwa mit der ganzen Garnison anrücken? Wenn's nicht anders geht. Es haben schon zwei Raubeine nach ihm gefragt. Und die sahen so aus, als ob sie ihn einfach kalt machen würden. Um die zwei habe ich mich gekümmert. Unsere Begegnung nahm kein schönes Ende für sie. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschopf führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. Okay. Ist das dein Ernst? Schön verarscht. Depp. Wir könnten jetzt bis zum Morgengrauen warten, aber da fehlt mir einfach ein Bett dafür. Okay, wir wissen, wo er ist. Da hinten. Mal gucken, ob Peppels einfach mal den Berg hochkommt. Schon, Peppels, du schaffst das. Einfach durch den Wald.
Wie bei GTA 3, du weißt doch noch, wie damals. GTA 3, oh je, das ist ja schon Ewigkeiten her. Merk mich am Arsch, GTA 3, das war mein zweites GTA, das ich gespielt habe. Und GTA 2 habe ich sowas von gesuchtet. Hier ist er. Hallo, mein Freund. Habe ich dich gefunden? Herrgott, war das eine mühsame Suche. Hat aber recht. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Wo stecken deine Spießgesellen? Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschütze ist und hinkt. Erzähl mir von dem Hinkenden. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Ich hab genug gehört, ich muss... Oder warte mal jetzt. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich möchte sie hören. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte! Was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Könnte ich vermutlich. Weißt du, wo sie stecken?
Nein, aber Sie müssen hier irgendwo herumlungern. Ich werde mich umsehen. Und wenn ich Sie finde... Ich verstehe. Hey! Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zu... Komm hin! Ja. Musst du jetzt weinen? Du bist tot! Ja. Schlag Alarm! Seid vorsichtig! Yeah.
nennst du kämpfen? Das wird eine Freude. Was ist hier los? Suchst du jemanden? Hey, was hast du vor? Wer ist da? Was ist das? Hey, wer ist da? Was haben wir denn da? Wer ist da?